Ja, und fast hätte ich es gerade noch vergessen. Der grüne Wagen, der da gerade kam, das war Chick Hicks, sozusagen die böse Person. Und jetzt geht's schon Hier weiter. ist Derek Cartrape vom Parmalring, dem Beginn der unglaublichen Pistencup-Rennsaison. Beim letzten Pistencup gewann der ewige Verlierer Chick Hicks den ersten Platz. Aber wenn es nach den Fans gegangen wäre, hätte es auch der letzte Platz sein können. In dieser Saison ruhen alle Hoffnungen auf Lightning McQueen. Und das eine kann ich Ihnen sagen, mit seinem unvergleichlichen Sportsgeist wird er viele Fans für sich gewinnen. Jetzt, nachdem der King abgetreten ist, tritt Chick gegen Lightning an. Aber Chick wird seinen Pokal so einfach nicht hergeben. Lightning McQueen, Kumpel, jetzt heißt es auf der Hut sein. So, wie gesagt, Chick Hicks, das ist so ein bisschen der Fiese, der auch die ganze Zeit... Hallo Guido, na, alles klar? Ah, oh, es geht schon wieder weiter, na toll. Dann lasse ich euch das da erstmal zuhören. Ah, hallo, Chick. Schau mal. E fai attenzione! Ja, und weiter? Weißt du, ich dachte, du gewöhnst dich schon mal an den Anblick. Verstehst du, was ich meine? Du wirst viel Zeit hinter mir verbringen. Wir fahren beide in diesem Rennen und ich bin immer vor dir und du immer hinter mir. Im Rennen, verstehst du? Liegt's an mir oder warum kapierst du's nicht? Tschüss, Mann, bist du abgefahren, Chick. Das mag ich so an dir. Hey, du. Zurück in deine Box. Hör auf, meinen Fahrer zu nerven. Schade, dass dein Teamchef nicht auf dem Ring ist, um auf sein Baby aufzupassen. Oh, Entschuldigung. Hey, cosa ti prende? So, jetzt noch ein dritter Versuch. Daneben nicht. Dann muss ich es gleich nochmal versuchen. Das gibt's ja nicht. Obwohl, hier könnte ich eigentlich drüber labern, solange hier noch nichts passiert. Chick Hicks ist also der Böse, der die ganze Zeit versucht, uns irgendwie aus dem Rennen zu kicken. Und er spioniert uns nach und alles Mögliche, was ihr gerade schon gesehen habt. Also ist meine Ansprache hier gerade ziemlich sinnlos. Aber wie ihr seht, alle Wagen sehen hier ungefähr gleich aus. Bis auf Chick Hicks. Der hat natürlich einen anderen Skin. Weißt du, was also der sieht anders so aus. Na, dann wie auch im auf. Film King, da sehen alle gleich aus, außer die Hauptpersonen. Ich weiß nicht, ob es extra so war oder ob die sich nicht genug Mühe gemacht haben. Aber wir sind jetzt im Pistencup-Rennen, also unter den Top-Fahrern. Und da vorne ist auch schon Chick Hicks. Der eigentlich die ganze Zeit an uns dranhängt. Ein Wunder, dass er gerade nur Dritter ist. Ja, und wie ihr seht, er rammt uns. Aber dieses Rennen sollte eigentlich auch noch kein Problem sein. Wir überrunden schon die ersten. Es heißt, Blitze schlagen nie zweimal an der gleichen Stelle ein. Aber bei Lightning ist das definitiv anders. Genau, das ist natürlich anders. So, wir sind gleich auch schon Erster. Vielleicht können wir dann ein bisschen die hier gerade um die Kurve rammen, um besser ruhig zu kommen. Jetzt konnte uns Chick Hicks hier helfen, Erster zu werden. Fährt, als würden die anderen Wagen stillstehen. So, der hier ist nicht vor uns, sonst steht da so First drüber. Er ist also nur einer, den wir schon überrundet haben. So, wir sind aber nur 0,2 Sekunden, 0,25 Sekunden vor dem zweiten, also vor Chick Hicks. Hier ist es also auf jeden Fall schon schwieriger als bei anderen Rennen. Dafür braucht man auch immer nur eine Kurve nehmen und dann wieder gerade fahren. Also eigentlich kein Problem. Einfach das Rammen vermeiden und dann sollte es alles klappen. Queen überholt Medford und Hollister und drückt damit ein paar Plätze auf. Die Nummer 95 kämpft sich durchs Feld. Lightning Soweit ich Queen. Weiß, musste man auch in die Box fahren, um wieder aufzutanken bei der Tankanzeige da unten rechts. Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Ich habe das schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Also wir werden es gleich sehen. Aber bei 12 Runden, dafür reicht das dann auf jeden Fall nicht mehr. Und, ja, dann gucken wir gleich mal, ob wir da reinfahren müssen. So, Rundenbester. Und da ist unser Lightning McQueen, wie er sich durchs Feld schlängelt. Die Kommentare hier wiederholen sich auch immer wieder. So, jetzt sollte eigentlich gleich die Meldung kommen von wegen Boxenstopp. Wobei wir so im richtigen Spiel auch viel länger fahren können. Vielleicht ist ja die Tankanzeige begrenzt, damit es für alle fair ist oder so. Boxenstopp, so. Also müssen wir doch einen Boxenstopp machen. Im Anflug. Mit Steuerung. Hilf Guido beim Boxenstopp. Bestehe die Minispiele und nicht bummeln. Ja, was müssen wir denn machen?
AD, AD, AD. Okay, so ging das. Immer verschiedene Tasten ganz oft drücken. Okay, D, A. Ach so. So rum müssen wir das machen. D, W, A. Oh mein Gott, bin ich schlecht. D, A. So. Was muss man hier machen? W, 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 W. Ganz oft, okay. Ach, nochmal ganz oft W. So, das war jetzt anscheinend großartig, auch wenn das jetzt gar nicht so gut war. Müssen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen drin bessern? So. Wir sind immer noch Erster. So, nach den ersten 6 Runden. Vielleicht schaffen wir die anderen 6 Runden dann mit dieser Füllung auch noch. Wobei es, glaube ich, gar nicht die Tankfüllung ist. Wir wurden jetzt gar nicht aufgetankt. Vielleicht so wie das Auto funktioniert, von wegen Crashs oder so, dass da was kaputt gegangen ist, wobei wir eigentlich gar nicht so viel crashen und das auch runtergeht, wenn gar nichts passiert. Oder? Wir können es ja mal testen. Nö, da passiert nichts. Also, es ist einfach nur eine Anzeige, wann man wieder im Boxenstopp ist. Zwischen dem Kommentator und Lightning McQueen höre ich auch gar nicht so einen großen Stimmenunterschied. Früher habe ich immer gedacht, dass Lightning sich hier selbst dass er sich selbst so toll darstellt, aber anscheinend ist es dann doch ein Kommentator. Turner ist gegen die Wand gefahren, ist aber unversehrt. Er macht weiter. So, Powerslide und alles mögliche geht hier auch nicht. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Also, hier noch kurz um die Kurve. So, mir ist aufgefallen, wenn ich so spiele, dass Lightning ziemlich hoch steht. Also die Reifen sind da fast ganz aus dem Auto raus. Also wenn man nach rechts guckt, da liegt das Auto fast auf dem Boden. Bei Lightning sind die Reifen so, keine Ahnung, einen Meter hoch erstmal gestellt. Seht ihr das auch so oder findet ihr, das sieht gut aus? Also könnt ihr mal kurz in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil ich finde, das sieht wirklich extrem unrealistisch aus. Das nervt mich auch ein bisschen an dem Spiel. Da sehen die anderen Wagen besser aus. Man könnte fast meinen, sie sagen bitte und danke. So, 9 von 12 Runden. 10 von 12 Runden. Also in der 10. von 12 Runden. So, knapp 300 km/h. Ich glaube, in der Geraden schaffen wir sogar 300. Mal schauen. Ja, über 300 km/h. Also an der Geschwindigkeit hier hackt es nicht. So, hier steht, ich bin Erster von 20. Das heißt, es fahren 20 Leute mit. Und er hat gerade gesagt, die Nummer 21 fliegt heute. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt das nicht nach dieser Rangliste gestaffelt ist, aber wenn schon, dann ist das ein bisschen fail, dass Nummer 21 von 20 jetzt so übertrieben schnell ist. Aber vielleicht meint er auch nur die Zahlen, die draufstehen, weil hier steht ja alles Mögliche. 58, hier 56 neben uns, 74. Dann ist natürlich nicht ganz so schlimm. So, die Autos hier rechts machen alle Fotos. So, und wir sind auch schon in der letzten Runde. Also, ich muss mich eigentlich gar nicht aufs Fahren konzentrieren. Das ist wirklich keine Herausforderung. Das schafft eigentlich jeder. Können ja mal versuchen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Spektakuläres schaffen, was in diesem Spiel sowieso schwer ist. Aber ich würde sagen, wir fahren einfach zu Ende. Vielleicht rasen wir noch einen um. Oh, das war ein bisschen fail. Aber wir sind Erster. So. Dann geht's jetzt weiter und wir setzen die Story fort. So, da kommt gar kein Storyteil, glaube ich, mehr. Oder erst, wenn wir weiter drücken. Jetzt haben wir Boost mit Bully und Luigi gibt Gas freigeschaltet. Boost mit Bully war, glaube ich, sowas ähnliches wie Nitro. Können wir ja gleich mal gucken. Wir fahren einfach mal zu Bully. Das ist dieser, der dieses Hippie-Haus da hat. Hey, Lightning, Alter. So, der uns gerade so angesprochen hat. Wir machen das einfach mal.
Hey, Bulli, was kochst du da? Eine neue Portion Spezialgebräu, mein Freund. Wow, Bulli, was ist denn da drin? Gutes Zeug, was? Ich nenne es Super Oktan Turbosaft. Und du meinst, davon werde ich schneller? Das kriegst du nur auf eine Art raus. So, jetzt gibt's ja also wieder ein Rennen, wo wir boosten müssen. Ich habe gerade Boost auf Steuerung links gelegt, weil ich das gerade eh nicht brauchte. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit der Tastatureinstellung überhaupt klarkomme. Aber sonst schaffen wir es auch ohne, aber es sollte eigentlich kein so ein großes Problem sein. Wir fahren einfach mal drauf los. So, und schon haben wir keinen Boost mehr. Aber es fühlt sich relativ schnell wieder auf und wir können die Boostanzeige auch noch extrem vergrößern. Aber wenn man genug Power slidet und so, schafft man das Ganze. What? Wir waren doch schon fast wieder drauf. Naja. Also, wenn man genug slidet, schafft man es sogar ohne Boost. So, und jetzt wollte ich erst rechts und dann links lang. Und jetzt fliegen wir hier durch die Botanik. Das war nicht so gut. Aber drei Runden. Wir müssen noch Erster werden. Wir schaffen das auch noch irgendwie. Wow, hier geht ja alles schief. Hier kommt auf jeden Fall Jump, wo sich die Ansicht ändert und wir nachher manchmal total falsch aufkommen. Was natürlich nicht so gut ist. So, jetzt können wir wieder mit Fullspeed drüber. Und jetzt sind wir wieder auf einem Teil der Strecke, die wir schon seit Anfang an kennen. Vorne km/h, weniger als mein Pistencup, dafür aber auch auf normalen Straßen. So, wir verlassen die ganze Zeit die Straße fast. Die sind da ziemlich pingelig, habe ich so das Gefühl. Aber solange wir nicht zurückgesetzt werden wie gerade einmal, geht das ja alles noch. Was aber leider ziemlich schnell passiert. Jetzt zum Beispiel, oh. Ja, da werden wir immer zurückgesetzt, das lasse ich dann lieber mal. Aber wir haben trotzdem genug Vorsprung. Oh, hier kriege ich die Kurve nie stark genug. Und hier nehme ich sie jetzt gar nicht. Was ist da mit der Steuerung los? Schnell wieder boosten. Ah, das kann auch ein Problem geben. Aber wir sind immer noch Erster. Jetzt gleich sollten wir hier auf dem Sprung sehen, wo die anderen sind. Ja, da kommen sie. Also, wir dürfen jetzt nicht mehr so viele Fehler erlauben. Ah, hier jetzt nicht aus der Bahn fliegen. Das wäre auch ganz gut. Das ist ja wohl die Höhe. So, jetzt hier noch einmal rüberspringen. Einer für die Damen. Einfach mal durchbrettern. Also der Boost ist schon nicht schlecht. Man kommt aber auch ohne klar. Oh ja. So, da ist schon wieder das Ziel. Und wir sind in der letzten Runde. Setz doch mal den Boost ein. Diesmal kürzen wir diese Strecke hier nicht ab. Fliegen wir nur wieder raus. Jetzt versuche ich hier die Abkürzung zu nehmen. Wenn es überhaupt eine Abkürzung ist. Ich weiß es ja nicht. Sieht jetzt nicht sonderlich viel kürzer aus, aber dafür haben wir vielleicht gleich eine kürzere Strecke.